Baden-Württembergischer Meister, Südwestdeutscher und Süddeutscher Vizemeister. Die U14 des Regio-Team Stuttgart spielt eine bärenstarke Saison. Die besten Spielerinnen der Region, die 2 bis 3 Mal die Woche bei ihrem Heimatverein trainieren und auch dort an den Ligaspielen teilnehmen, treffen sich zusätzlich noch zum Regio-Team-Training. Hier wird sehr speziell an den Fähigkeiten der Mädels gefeilt. Der gute Teamgeist scheint aber das Geheimrezept von Coach Cyril da Silva und seinem Team zu sein. Also wir verstehen uns halt so gut, die Mädchen untereinander, so auf dem Spielfeld und auch so. Und dann sind wir halt so eine Einheit geworden, so als eine Familie und dann hat das halt so geklappt. Bei den südwestdeutschen Meisterschaften erzielte Valeria übrigens in 3 Spielen sage und schreibe 100 Punkte. Beim Final Four Turnier am Samstag muss das Regio-Team zuerst gegen den Nordmeister Recklinghausen ran. Im Finale könnte es ein Wiedersehen mit Dauerrivale und Ausrichter Rossdorf kommen. Wir haben ja schon bei den Südwestdeutschen getroffen, bei den Süddeutschen hatten jeweils immer das Nachsehen. Hat nicht viel gefehlt, aber sie waren einfach ein Stück besser als wir. Jetzt versuchen wir aber erstmal das erste Spiel zu gewinnen gegen den Norddeutschen Meister aus Recklinghausen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber alles andere ist für uns jetzt, Top 4 ist für uns sowieso das Bonbon. Wir hatten die Zielsetzung, unter die besten deutschen 4 Mannschaften zu kommen. Und das ist uns jetzt schon gelungen, da sind wir sehr stolz drauf. Dank auch an das Trainerteam und dann schauen wir weiter. Der Einzug ins Final Four Turnier, er ist auch eine Bestätigung dafür, dass der Mädchenbasketballsport in Stuttgart durch das Regio-Team auf dem richtigen Weg ist.